Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Wir befinden uns gerade dabei, die letzten Geheimnisse einer Gruft zu lösen. Mal gucken, wie schwer sie diesmal werden. Ich glaube, es war das Letzte, was uns fehlt, oder? Ich hoffe doch. Auf jeden Fall, wenn wir das jetzt gelöst haben, könnten wir eigentlich schon Altairs Rüstung, glaube ich, holen. Wir werden sehen. Ich glaube, wir kriegen auch eine Info. Hey, Dude, du kannst die Rüstung von Altair holen. Oder irgendwie sowas kommt bestimmt. Wir lassen uns da einfach mal ein bisschen überraschen und klettern erstmal hier rum, bis wir den Eingang finden, der irgendwo hier sein dürfte. Wahrscheinlich hier unten. Und ich bin umsonst hochgeklettert. Okay, oder wir machen das ganz einfach so. Ich klicke einfach mal auf die Karte, ne? Und dann klicken wir mal hier drauf und machen da so eine Markierung drauf. Und jetzt sehen wir nämlich, wo sich das genau befindet. Und es befindet sich 17, 14, 13 Meter weg. Also vermutlich eher weiter oben. Ja, wir gehen hoch und die Schritte verringern sich, okay. Ich habe so das Gefühl, dass es da oben auf dem Dach ist. Ich hab's gesehen. Hab's gesehen. Dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Ich glaube, das war das Letzte. Das Ding ist, bei Altairs Rüstung können wir natürlich nicht die Farbe ändern. Glaube ich zumindest. Das Geheimnis der Visata Sione. Die Rätsel der Katakomben von Fiasa Sione und lösen und das Assassinsiegel finden, das der Richter darin versteckt. Okay, wir sind natürlich gesucht und dann machen wir einfach Plitschplatsch. Pinguin. Oder auch nicht. Da bewegt sich etwas in diesem Heuhaufen. Setz dich wieder hin. Wir sind mitten in einem Spiel. Ah, nein, nein, diesmal war da was. Ich weiß es. Das sagst du doch jedes Mal. Du hast recht. Da war was in dem Heuhaufen. Du Waschlappen. Langweilig. Das ist kein Spaß. Ich hätte sterben können. An Ratten? Ach, verdammt, jetzt steckt er da hinten einfach nur rum. Wir sollen hinter ihm herlaufen. Na ja, klar. Schneller! Der wusste das natürlich. Darum hat er sich da schon mal positioniert gegen der Ratte. Lasst mich doch! Guter Witz. Ach. Bullshit. Er wird mich nicht kriegen. Ah, da lässt er das Tor wieder runter. Schneller! Ja, ich glaube, ich bin in. Ja, du bist im Kommen. Ach, die Wurfmesser sind nicht aktiv. Das ist so gemein. Wir haben dran gedacht. Wir haben einfach dran gedacht. Schneller! Herrlich. Wir wissen, er beeilt sich nicht so sehr, wenn ich es verkacke, von daher. Muss einen Ausweg finden, bevor er mich tötet. Na komm schon. Das war doch kein Scheiß. Ach. Lasst mich doch! Er. Ich glaube, ich bin entkommen. Er. Ich glaube, ich bin entkommen. Warte nur auf die eine Stelle, wo ich die kriegen kann, Arsch. Wachen! Zu den Waffen! Zu den Waffen! Und zack! Noch rechtzeitig erwischt. Was? Ich dachte, ich wäre eine Ratte. Hey da!
was wir hierfür bezahlt werden. Tja, ab jetzt werdet ihr es nicht mehr. Tschüss. So, Hebel drücken. Auf Zeit. Och nein. Och nein. Ja, komm. Eine halbe Weltreise oder was? Oh Gott. Ah, hört das auch mal auf. Oh Gott, wir laufen einfach einmal im Kreis. Verkackt. Scheiße. Nein, noch ist es nicht verkackt, Freunde. Noch ist es nicht verkackt. Die werden ja wohl berechnet haben, dass man so ein, zwei Fehler machen kann. Gut, verkackt. Muss jetzt aber nicht warten, oder? Okay, auf ein neues. So. Okay, jetzt denke ich mal, müssen wir hier hoch. Hier an die Seite lang. Ja, super. Genau das, was ich wollte. Und zack. Das ist der nächste Teil. Nein, ist das dein Ernst oder was? Ezio. Schwing dich doch einfach nach vorne, Mann! Verdammt. Ich hab noch ein bisschen Zeit. Ja, ist gut. Ich muss das nicht jedes Mal sehen. Ich weiß, was daraus... Ich geh einfach mal in die andere Richtung, ja. Großartig, Freunde. Großartig. Ezio, du kannst... Oh, jetzt muss ich ja noch hoch. Ja, dann kletter doch verdammt nochmal hoch, nur weil da ein Busch ist oder was? Ich trenne euch. Naja, aber das Ding funktioniert noch. Oder nicht, komm. Ganzen Weg zurück, ey. Mann! Dass er auch nicht einfach gerade springen kann, wenn ich gerade springen möchte. Muss den ganzen verdammten Weg nochmal machen. Glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht so sicher. Das Einzige, was sich gedreht hat, ist eigentlich das da, ne? Hätten wir wahrscheinlich noch geschafft. Aber egal, komm. Macht rein gar nichts. Ich bin ein Speedrun-Profi, Freunde. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Wir haben genug Zeit. Wir müssen jetzt auch keine Sequenzen mehr angucken. Ist die Zeitersparnis ist riesig. Es sei denn, ich mach zweimal den gleichen gottverdammten Fehler. Wieso vergesse ich denn da an die Wand zu springen? So, machen wir das Ganze normal. Komm, was soll's. Seht ihr? Dann geht ja ein bisschen flotter voran, ne? So. Und schon sind wir hier.
soll ich denn hin? Vermute mal nach links. Das ist doch nicht dein gottverdammter Ernst, oder? Oh mein Gott! Oh, ich dreh gleich durch. Ja. Was, da ist doch... Lass uns erstmal gucken, wo es lang geht. Was will das denn über mir da? Will ich da vielleicht rüberspringen hier? Also war es doch richtig, dass ich nach links gesprungen bin, ja? Nur hat Ezio, wollte Ezio die Wand erklimmen. Deswegen hat es nicht funktioniert. Dann muss ich hier lang, hier lang. Ach so. Das Ding hat sich dann gedreht. Das brauche ich also. Das brauche ich also, Freunde. Na gut, komm. Was soll's? Einer geht noch. Diesmal kennen wir den Weg. Das ist nicht dein Ernst, ne? Das ist einfach nicht dein Ernst. Oh, das ist zum Ausrasten. So. Ah, okay, das ist das letzte Mal. Können wir nicht einfach zurückgehen? Nein, kommen wir nicht durch. Na gut. So, volle Konzentration, dann passt das schon. Seht ihr, Freunde, so schnell kann es gehen, wenn man den Weg kennt. Er müsste jetzt nur noch das tun, was ich von ihm verlange, und dann passt das schon. Da wäre ich auch so hingekommen. Nur das Tor hätte ich nicht öffnen können. So, geht doch. Wieso nicht gleich so, Alter? So, jetzt mal die kleinen Schätze mitnehmen, ne? Gehört sich ja so als Schatzsucher. Dankeschön. Dankeschön. Was? Sorry, ich... Oh. Arr, ich bin dein Papagei. Sagen Papageien Arr. Ich glaube, sie können gar nicht Arr sagen. Aber ich glaube, sie können Arr sagen. Ja, eröffnen. So. Geht doch. Und wieder ein mysteriöses Ding ins Gesicht. 6 von 6 Siegeln gefunden, Freunde. Heute gehen wir uns Rüstung holen. Venezianischer Gladiator. Heute wird nur Rüstung geholt, neue Rüstung geholt, neue Rüstung geholt. Da, 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 da. Ich freue mich. Ich freue mich riesig, Freunde.
Okidoki, dann. Huch. Das ist ja schon fast wie gewollt. Tschüss. Gottes Wille geschehen. So, was haben wir denn da? Eine Codex-Seite, was auch sonst. Und wir werden jetzt reisen, Freunde. Und zwar mit. Mit. Was ist denn das nächste? Da ist das nächste, ne? Ist ja verdammt weit weg. Ich gehe besser anders. Ja, mach das. Hoffentlich hast du schon deinen Frieden mitgebracht. Oh. Du kannst dich wehren. Weißt du was, ist mir doch scheißegal, oder? Ach komm. Töten wir nicht. Komm, Schlag zu. Au. So meinte ich das nicht. So. Oh, was läuft denn da hinten so rum? Hallo, bist der Adliger? Ich hab dich schon links gesehen. Was? Ich werd schon gesucht. Aber ich sehe da was, was du nicht siehst. Und das bist du! Jetzt holen wir uns doch da hinten das Plakat und dann müssten wir es eigentlich geschafft haben. Ich wollte, dass du dich da festhältst. Genau, so. Und schon sind wir anonym. Lass mich! Ich muss den Adligen holen. Lass ab von mir, Mistkerl! Wache! Ich habe damit nichts zu tun! Er ist ins Wasser gesprungen! Dreck! Wieso tut er das? Sollst dahin springen, genau. Da wollte ich hin. Aber brauche ich auch keine Steine zu werfen, das hat keinen Sinn. Nicht, wenn ich eine Leiter erklimme. Der springt der Penner einfach ins Wasser, weißt du, und ich kriege jetzt Probleme, weil ich irgendwelche Leute getötet habe. Da schon, da wäre noch eine. Schade, ich wollte gerade auf die Jungs da unten drauf springen. Aber dadurch, dass wir natürlich geflohen sind und alles Mögliche, sind wir eigentlich schon wieder da, wo wir wollten. Die kürzliche Überflutung des Lido, welche die Bürger der Stadt bedroht. So. Einmal Monterigio, bitte. Für meine Rüstung abholen. Gut, was Feines. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr den Weg dahin. Irgendwo in der Villa. Wir werden das schon finden. Hey. Hey. Ihr wollt es. Ich habe es. Komm. So, da wären wir bei der Villa. Man muss schon sagen, die hat sich echt gut getan. Die sieht richtig gut aus. Und weil sie so richtig gut aussieht, werden wir jetzt erstmal das ganze Geld klauen. Dankeschön. Was kann ich gebrauchen? So, dann gehen wir hier in dieses Zimmer. Und legen die Codex-Seiten ab. Fehlen nicht mehr viele, ne? 9 Stück fehlen uns noch. Das kriegen wir hin. Und da unten müssen wir irgendwie hinkommen. Ich weiß nur allerdings nicht mehr wie. Ach,
hier sind meine Waffen und Rüstung. Habe ich euch noch gar nicht gezeigt, dass es dieses Zimmer überhaupt gibt, ne? Kann sich natürlich die Sachen wiederholen, die man mal gekauft hat. Deswegen sollten wir zusehen, auf jeden Fall alle Waffen und so zu kaufen. Ich glaube, das war hier. Hier war doch bestimmt ein Zugang. Ah! Hab's gefunden. Alles gut. So. Nummer 1. Zack. Nummer 2. Eine Motte. Hier irgendwie genauso. Wurde die Motte gerade weggezogen? In das Schloss hinein? Ja gut, dann ist sie jetzt tot. Ah, da, guck dir das an. Sie ist wieder da. Was willst du? Was ist das für ein Viech? Hä? Ich glaube, es verfolgt mich. Und der letzte. Und damit öffnet sich uns die Rüstung von Altair. Altair, ich danke euch für dieses große Geschenk. Möge es mich vor meinen Feinden beschützen. Bam. Podesta, die Monty hast du nicht gesehen. Sieht überhaupt gar nicht aus wie seine Rüstung. Oder bist du? Nee, du bist nicht. Ich hab sie schon an. Das ist Altairs Rüstung. Das merkt man halt, weil wir ja genau den gleichen Mantel anhaben wie er. Nur halt, er ist jetzt schwarz. Oh, egal, das passt schon. Sieht cool aus. So, der Wert hat sich gleich mal um 3500 verbessert. Nur weil wir die Rüstung geborgen haben. Eigentlich müsste sich der Wert verringern, weil wir die Geheimnisse lösen. Aber in diesem Falle erhöht es den Wert. Und wir haben eine tolle Rüstung. Fehlt uns nur noch das andere Zeug, wie die Federn und wie heißen die noch gleich? Kodexseiten. Aber im Laufe der Zeit werden wir die auch noch zusammenkriegen. So ist es nicht. So. Einmal nach Venedig zurück, bitte. Da müssen wir, ne? Liebesgilde war, glaube ich, näher dran. So. Krass, die Rüstung, ne? Man muss dazu sagen, aber das Metallische, was sich da in der Mitte befindet, das bewegt sich ein bisschen sehr elastisch. Dann lass uns mal zu der nächsten Mission aufbrechen. Jetzt bin ich glücklich, Freunde. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt kann ich in Ruhe schlafen. Und ich glaube, eigentlich bringt es gar nichts mehr für uns, die Schätze zu suchen. Ich weiß nicht, ob ich es noch machen werde, die ganzen Schätze zu suchen. Weil wir haben 66... 1660! Ich brauche noch 6 Flori. Nein, das war zu viel. Weißt du, dann wenn man es nicht braucht, dann kriegt man immer so viel. Erst bei dem Typen schön Bein stellen. Ich habe mit viel Glück. Komm. So. Kauf uns die restlichen Rüstungen einfach. Müssen wir ja nicht anziehen. Oder ziehen wir sie an? Ich weiß es nicht. Okay, das war's. Wir sind wieder arm. Ciao, Signore. Und empfehlt uns bitte weiter. Okay, jetzt haben wir unsere alte Rüstung wieder angezogen. Aber egal.
Für die nächste Folge werde ich unsere Rüstung wieder vorbereiten, dass wir wieder alte IS-Rüstung haben, aber ich wollte unbedingt alles hier nochmal kaufen. Vielleicht nächstes Mal. Na gut, Freunde. Ich würde sagen, dann sehen wir uns morgen hier bei Leonardo wieder mit der altbekannten alten IS-Rüstung. Ich hab Schluck auf. Haut rein, euer Zero. Tschüss.